Papa, wir würden so gern mal wieder zelten gehen. Das geht leider nicht. Ich kann momentan keinen Urlaub nehmen. Mein Arbeitskollege ist schon im Urlaub. Ach, schade. Papa, wir können doch im Garten Ja, das könnten wir natürlich machen. zelten. Juhu, Bei den Kindern muss immer was los sein. Das ist so schön. Am liebsten würde ich da gleich einschlafen. Ja, aber irgendwie ist es schon noch ein bisschen ungemütlich. Ja, komm, wir holen noch ein paar Sachen. Jetzt ist es super gemütlich. Ja, das finde ich auch. Hey, was macht ihr denn da? Habt ihr etwa ganz alleine das Zelt aufgebaut? Ja, wir zelten heute mit Papa im Garten. Ist das nicht toll, Mama? Juhu! Ja, das ist wirklich eine tolle Idee. Oh, da habt ihr schon alles vorbereitet. Papa, schau mal! Wir haben schon das Zelt aufgestellt. Ah, ich sehe es. Und wo haben wir Platz zum Liegen? Also ich denke, Teddy, die Puppe und die Lampe können dann da bleiben. Aber alles andere müsst ihr nachher wieder rausräumen. Oh, naja. Na gut. Super Idee, Michael, mit dem Zelten. Ich denke, das macht den Kindern ganz viel Spaß. Ja, ich denke, das wird gut. So, habt ihr es euch bequem gemacht? Ich will euch noch gute Nacht sagen. Schlaf gut, Anna, und träum was Schönes. Du auch, Mama. Aber jetzt ist mir doch ein wenig komisch. Was ist, wenn ich Angst bekomme? Papa ist doch bei dir. Da kann nichts passieren, okay? Na gut. Dann kuschel dich mal rein. Dir auch eine gute Nacht, Lena, und schöne Träume. Danke, Mama. Bis morgen. Tschüss. Tschüss, gute Tschüss, gute Nacht. Nacht. Papa? Ja, Anna? So im Garten zu schlafen ist schon seltsam. Ja, man hört eben ziemlich viele Geräusche. Aber daran gewöhnst du dich bald und dann kannst du gut einschlafen. Papa, Ja, Lena? was mache ich, wenn ich in der Nacht aufs Klo muss? Dann weckst du mich, dann schließe ich dir die Haustüre auf. Dann kannst du drinnen aufs Klo gehen. Okay, Papa. Papa, Ja, Anna? hast du schon oft im Zelt geschlafen? Ja, als ich noch jung war, sehr oft. Also in dem Tümpel da drüben müssen ja ziemlich viele Frösche sein. Die habe ich noch gar nicht so laut quaken hören. Also da kann man ja wirklich kaum einschlafen. Ja, die sind voll laut. Die singen uns ein Schlaflied. Also ich bräuchte jetzt kein so gequaktes Schlaflied. Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie jetzt reinkommen. Mama! Mama! Kommt schnell rein! Oh, schnell, kommt, sonst sind wir klatschnass. Bevor wir das nächste Mal zelten, schauen wir besser die Wettervorhersage an. Ja, ach, gute Nacht. Wenn dir gefallen, dann gib uns einen Daumen hoch. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss.